Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute machen wir ein richtig einfaches und mega leckeres Rezept, denn wir machen heute ein Tomaten-Mozzarella-Omelette und ihr könnt es zum Frühstück essen, das kenne ich zum Beispiel aus dem Urlaub, da gibt es es oft zum Frühstück oder ihr könnt es aber auch zum Mittag oder Abend essen, ist ganz egal und ganz wenige Zutaten, richtig leckeres Aroma und wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach mal dran und schaut einfach mal zu. So, wir beginnen und zwar nehmen wir hier einmal Mozzarella, dann nehmen wir Eier und zwar habe ich hier verschiedene Eier. Ihr seht, einmal ein Gänseei und normale kleine Eier. Aber im Endeffekt braucht ihr für eine Person zwei Eier, einen halben Mozzarella und ungefähr 4 bis 6 Tomaten, je nachdem die Tomate ihr essen möchtet. Des Weiteren braucht ihr noch Basilikum. Und da könnt ihr ein paar Blätter nehmen und die entweder da reinzupfen oder vorher klein schneiden und dann in die Eiermasse geben. Und die Eiermasse müsste natürlich vorher gewürzt sein mit Salz und Pfeffer. Und als erstes gehe ich hin, ich gebe das Gänseei einmal hier rein und werde es einmal mit ein bisschen Salz und Pfeffer schaumig rühren. Wie gesagt, Gänseeier müsst ihr nicht nehmen, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur... Ich versuche mehr regionale Produkte zu verwenden in meinen Videos und ich kenne mittlerweile ziemlich viele Bauern und das habe ich hier geschenkt bekommen. Und deswegen verwende ich es einfach. Ich mache jetzt erstmal für 2 Personen was. Und wie ihr seht, einmal mit Salz und Pfeffer würzen und einmal kurz verquirlen. Nun gehe ich hin und habe hier eine Mozzarella. Und ein Mozzarella für 2 Personen, also für eine Person einen halben Mozzarella. Und wie ihr seht, habe ich ihn einmal halbiert und dann nochmal geviertelt und dann werde ich ihn einmal jetzt schön dünn runterschneiden, damit wir schön viel Mozzarella in unserem Omelette haben. Kommt dann beiseite und dann gehen wir hin. Wir nehmen pro Person ungefähr 4 bis 6, je nachdem wie Tomate ihr das haben möchtet. Und die Tomaten werden einfach nur geviertelt. So möchte ich das jetzt haben. Ihr könnt es natürlich noch kleiner würfeln, wenn ihr möchtet, aber Viertel sind eine ganz gute Größe. Da müsst ihr echt aufpassen, weil Tomaten ja heiß werden. Und das Rezept habe ich letztes Mal vor 4 Jahren im Türkei-Urlaub gegessen. Und irgendwie habe ich letztens gedacht, das könnte ich mal wieder machen. Dann gehe ich jetzt hin und nehme mein Basilikum. Und jetzt werden wir zwar Frühjahr, hier wächst wieder einiges an meinem Balkon. Also eigentlich wächst nur Basilikum in meinem Balkon, mehr auch nicht. Und ich zeige euch mal einen Trick. Ich habe hier, den ich schon mal verwendet, nur die Spitzen abgebrochen und hier an den Blattachseln sind dann neue Blätter gewachsen, neue Triebe gewachsen. Das mache ich gleiche, mache ich nochmal. Und dann werden jetzt einmal hier und hier und hier neue Triebe wachsen. Und das mache ich hier auch. Und jetzt habe ich hier die kleinen Blätter und dann werden die sich verzweigen, so wie bei dem hier. Und dann werden dann auf den neuen rauskommen, weil hier habe ich auch abgebrochen und jetzt habe ich hier wieder neue Triebe. Und so könnt ihr den Basilikum ziemlich lange verwerten. Und am besten holt ihr euch 2, 3, damit ihr dann halt entsprechend viel abzweigen könnt, die ihr zusammen lange verwenden könnt. Ich nehme euch eine Pfanne und gebe einen Schuss Olivenöl rein. Das ist ein bisschen viel. Gehen, aber ich lasse ein bisschen Fett ab. Das ist mir zu viel. So, das reicht auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt hier das Ei, das Gänseei, und das wird einfach jetzt so reingegeben. Und dann gebt ihr ziemlich schnell die Mozzarella darauf und das Ei. Und nicht das Ei, sondern den Käse. So. Und dann einmal ein bisschen durchschwenken und dann geht ihr hin, nehmt einmal hier den Basilikum und zupft den klein und gebt den einfach darüber. So, und dann einmal alles ein bisschen durchgehen, verteilen und dann alles wieder auf den Herd geben und einmal stocken lassen. So, eigentlich müsste ich es jetzt einmal umdrehen, mal schauen. Ich habe das Gefühl, dass alles runterfällt, aber hier oben ist noch genug Flüssigkeit drauf. So, und die Eier müsst ihr halt auch beweisen, jetzt einmal so umzudrehen. Und jetzt noch 2 Minuten von der anderen Seite und dann sind wir schon fertig. So, jetzt ziemlich doof, dass ich hier schon meine Sachen hingelegt habe und seht hier einmal Chili drauf. Was mache ich jetzt? Ich muss natürlich das Foto einmal die schöne Seite nach oben machen. Ich bin ja nicht doof. Folgendes drauf. Umwerfen. Und es ist einmal umwerfen. Seht ihr das hier? Perfekt, würde ich sagen. Hier habe ich noch Tomate drin geklebt, die kratze ich gleich raus. Und jetzt mache ich gleich ein Foto davon. Und einfach nur perfekt. Und
schönes, leckeres Frühstücksomelett. Könnt ihr mal euren Schatz morgens überraschen. Und dann bin ich raus.